präsentiert von opensourcepodcast.de, Ihr Profi-Cast für freie Software. Lernen Sie in diesem Video die Begriffe Pixel- und Vektorgrafik sowie die Unterschiede zwischen diesen beiden Grafikformaten kennen. Was sind Pixel und was Vektoren? Das sind zwei der Haupteigenschaften von digitalen Bildern. Grundsätzlich werden diese einzelnen Bildinformationen digital in binärem Code dargestellt. Bei Bilddateien unterscheidet man also zwischen Pixel- und Vektorgrafiken. Mit GIMP bearbeiten Sie Pixelgrafiken mit Ausnahme von Text, denn dieser wird vektorisiert dargestellt. Was bedeutet das jetzt? Eine Pixelgrafik ist aus einer Vielzahl verschiedenster kleiner Bildpunkte zusammengesetzt. Sie haben sich zum Beispiel sicher schon mal an eine Plakatwand ganz nah herangestellt und haben diese einzelnen Bildpunkte erkannt. Ähnlich funktioniert es bei den Bildern. Ein Pixel speichert Informationen zur Helligkeit, Farbe und Transparenz, aber auch zur Position, also wo sich dieses einzelne Pixel befindet. Wenn ich dieses Bild hier mal ganz stark vergrößere, können Sie quasi diese einzelnen Pixel erkennen. Einer der größten Unterschiede nun zur Vektorgrafik ist, dass Sie ein pixelbasierendes Bild nicht grenzenlos vergrößern oder verkleinern können, da die fehlende Information ja wiederum mit Pixel aufgefüllt werden muss und da muss das Programm einfach wissen, mit welchem Pixel. Das heißt, ein Vergrößern oder Verkleinern geht in gewissem Maße immer mit einem Qualitätsverlust einher. Der Vorteil wiederum ist, wie Sie auch hier schön erkennen, die unglaublich feine Farbschattierungsmöglichkeit. Das wäre mit einer Vektorgrafik nicht machbar. Was ist nun also eine Vektorgrafik? Eine Vektorgrafik besteht aus Koordinaten. Das heißt, in dem Programm werden einzelne Punkte an einem Koordinatensystem gesetzt und dann die Fläche dazwischen gefüllt mit Farbe. Beim Vergrößern und Verkleinern von so einer Vektorgrafik werden dann also einfach nur diese Punkte an dem Koordinatensystem versetzt und erneut mit Farbe gefüllt. Daher ist das Skalieren einer Vektorgrafik viel, viel sauberer und nicht verlustbehaftet. Vektorgrafiken benötigen auch weniger Speicherplatz. Sie kommen bei Grafiken, Logos, aber auch bei Schriftzügen zum Einsatz, während Pixelgrafiken also vor allem bei Fotos verwendet werden.